Was geht ab, ihr Geilen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Minecraft Season Nummer 9. Oh. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Haben wir noch darüber gesprochen, wie wir früher mit dem Uncharted 4 Stream anfangen können. Heute ist er bereits beendet. Ist das nicht verrückt? Ist boah, krass. Das nicht verrückt. Das ist sick, krass, oder? Die das Zeit das innerhalb vergeht. Von einer Minute. Heftige Sache. Ja. Das ist schon nice. Wir leid. Sind so gut. Wir sind einfach so gut. Wie oft seid ihr eigentlich gestorben? Da bist du. Ich glaube, irgendwann mit 30 Mal. Magst du mal auf deinen Turm gehen? 32 oder 33. Jeder aber, glaube ich. War das, oder? War, nee, Moment, war das nicht 40? Ich glaube, jeder von uns ist über 20 Mal gestorben. Das war, hat sich sogar relativ. Nee, ich bin häufiger gestorben als du. Ja, vielleicht aber das geht oder doch, drei oder? Mal. Peter ist ein Kack-Noob. Peter, gehst du mal bitte auf deinen Turm, Peter? Peter, magst du mal bitte auf deinen Turm? Moment, ich versuche gerade herauszufinden, wie häufig wir gestorben sind. Da hat nämlich jemand so schöne Bilder Gott, gemacht. Gibt's schon wieder Statistiken? Ja, hat einer Balkendiagramme gemacht. Alter. Echt? Ja. Wirklich? Ernsthaft? Ey, Sepp, ey, du solltest übrigens unbedingt Uncharted 4 spielen. Die reden genauso wie du da. Ja. Echt? Ja, genau. Ja, genau so. Krass. Ernsthaft? 66 Mal sind wir gestorben. Ich bekomme keine Mails. Das sagen die alle. Ich bin 34 Mal gestorben, Christian 32 Mal. Boah, soll ich dazu sagen, ich hatte die schwierigen Feuergefechte, ja. Also. Würde ich jetzt nicht. Das kann ich halt schon gut nachvollziehen. Ich habe ja. Ich habe bislang tatsächlich nur Uncharted 1 gespielt, ja, Entschuldigung. Aber wenn du da halt so manchen Schussszenen, da kannst du halt auch schon mal 3-4 Mal hintereinander sterben. Zumindest war bei mir so. Vor allem, wenn man nicht halt so controllermäßig sich so versiert ist wie mit einer Maus und Tastatur. Finde ich das halt mit dem Zielen relativ schwer. Wieso musste ich jetzt auf meinen Turm? Warte. Okay, Peter, jetzt warte erstmal eine Viertelstunde. Blöd Arsch. Wie findest du das Dach? Ja, ist dunkel jetzt, ne? Achso, du meinst hier von dem Ding? Beides. Ich habe jetzt meins abgerissen und nochmal neu gemacht, um dem Setting gleich zu kommen, weil meins war vorher aus Holz. Achso. Da wir entschieden haben, wir machen alle Dächer aus dem Netherbrick, habe ich das abgerissen und nochmal umgestaltet. Ja, ich verstehe. Ja, ist doch gut so. Passt doch gut hierzu. Hast du die Wand kaputt gemacht, oder was? Ich habe das noch ein bisschen spitzer gemacht, als jetzt das. Weil das nicht so breit ist wie das. Damit das irgendwie ein bisschen höher auch kriegt. Weiß nicht, ob ich davon überzeugt bin, dass das in meine Richtung Steine hat. Nicht? Ich weiß es nicht. Du bist von Felsen nicht überzeugt, Peter. Willst mich verarschen? Ja, das ist verarbeiteter Fels, weißt du. Der wurde schon einmal durch die Mangel genommen. Das ist nicht so dein Ding, ne? Weil ich seh das halt von hier aus nicht, wie das halt. Du musst mal hier hinkommen. Geile Nudel. Muss ja erstmal da runterfallen. Hey, du Arsch. Willst du mich töten? meistens ja. Man könnte da auch noch was einsetzen. Meinst du komplett? So. Ah, wo sind die Eimer? Alter, da bist du am Strip. War übrigens krass bei Uncharted, das war ja der letzte Teil. Ich hab echt nicht gedacht, dass die Nathan am Ende doch killen. Voll krass, ne? Aber hab ich auch schon gelesen. Dalu hat wieder gespoilert, der Arsch. Vom Turm runtergestoßen. Uncharted ist für mich einer der Anwärter der Titel des Jahres. Ja, Anwärter auf jeden Fall. Das hätte ich dir aber, glaube ich, schon sagen können, bevor wir es überhaupt gespielt haben, dass Uncharted 4 Anwärter für diesen Titel ist. Kommen ja, gut, gar nicht so gespielt. Schlechte Spiele raus dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ja auch. Aber ich glaube, so. Dass diesmal eher das Jahr des Shooters sein wird. Als das Jahr des Rollenspiels, so wie letztes Jahr. Ja, richtig. Also, Rollen, also Shoot, was zählt das als Shooter? Third-Person-Shooter doch schon. Klar, ja, ist ein Action-Spiel. Und dann gibt's ja wie immer Call of Duty. Ja. Achso, du meinst Modern Warfare Remastered? Ja, okay. Ja, also das muss man ja auch sagen, ja. Es sind halt immerhin, ob man es will oder nicht, es sind halt zwei AAA-Titel. Ob das jetzt letztendlich AAA-Titel wirklich werden, ist ja die andere Frage bei Call of Duty. Dann haben wir Doom, dann haben wir Battlefield 1, dann haben wir Overwatch. Also das sind schon viele Ballerspiele.
Battleborn ist es ja, kein Battleborn Spiel, wird ja. Auf jeden Fall Anwärter mit einer Meta von unter 70. Also zumindest auch eine ist Art aber ein Triple-A-Titel doch, oder? Von ja, Triple-A für 2K, ausgesehen, ja. Bestimmt. Ja, ja oder, auch, oder? Von denen ausgesehen, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt sage, das ist das geilste Spiel aller Zeiten, aber... Ne, ne, ist schon richtig. Also wie gesagt, ich habe halt echt das Gefühl, dass hier ziemlich viele Shooter dieses Jahr rauskommen. Mhm. Und Wolf Team ist auch remastered worden, habe ich gesehen. Aber Bram, habt ihr damals eigentlich bei der Trash Night eine Remastered-Version von Wolf Team gespielt? Mhm. Ich wusste nicht, dass das gibt. Weil das gibt es halt echt. Ja. Gibt echt eine Remastered-Version? Ja, es gibt eine Remastered-Version. Ich habe das schon runtergeladen. Und die ist jetzt richtig geil, oder was? Und die ist... Metacritic hat die 3 Punkte immerhin. Echt? 3 Punkte? Nein. Keine Ahnung! Ja, Alter, das wollte ich gerade sagen. 3 Punkte wäre halt der Mega-Shit gewesen, ey. 3 Punkte Metacritic wäre schon geil. Wer hat das nicht runtergeladen? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich würde es mega feiern, wenn ihr Peter, hallo? Peter, bist du noch da? Peter? Oh, Peter ist weg. Oh, Peter, ist Peter ist raus. Hey, ihr hört mich doch noch. Peter ist raus. Peter ist weg. Macht nichts. Ja, halt Download erfolgreich. Bitte installiere die Anwendung. Ja, ey, das Wolf Team Remake hat allerdings auch irgendwie einen Tag gedauert zum Runterladen oder so. Gefühlt. Aber weil er so viel Patches hat, ne? Das ist halt so krass. Nee, weil das so unfassbar langsam ist. So, weil die Server so richtig geil sind. Ein geiles Spiel, ja? Das wissen wir nicht. Ey, komm. Bram findet das schon mega geil. Der sagt, der tut nur immer so, als wenn er das scheiße finden würde. Damit die Server nicht so überfüllt sind mit so Kiddies, meinst du? Ja, richtig, damit er dann immer schön zocken kann. Ich bin fucking hype, Alter. Machst ja nichts anderes Max, privat. Bist du nicht mittlerweile Max-Level, Dennis? Ich? Ja, sicher, zweimal. Bram ist 10-faches Prestige schon. Ja. 2-mal Max-Level mit dem gleichen Account. Krass, und alle Skins freigeschaltet. Ja, das so oder so. Ah, schön. Oder. Wolf-Team ist so schön. Bram, was machst du gerade? Sand gucken. Also nach Sand gucken, weil ich Sand gerne hätte. Für Glas. Oh, Sand ist noch so ein Problem. Hast du eine Wüste gefunden? Nein. Oder ein Vorkommen, Bram hat aber noch nicht gesucht, oder? Ne, hab ich auch noch nicht. Bis also jetzt ich kann dir sagen, wo eine Wüste ist. Ja, dann hau raus. Hallo, wo ist mein Block? Block steht's. Geil. Also ein Block steht auf Desert. Auf meinem Block steht oh. Auf deinem Block steht oh. Okay. Oh. Wo ist der Block? Jetzt mal, wenn ist ich was weg? Esse, setze ich eine fucking Fackel. Eine fucking Fackel. Ah, ich dachte schon, da hätte jemand aus meinem Haushalt hier meinen wichtigen Zettel weggeworfen, ey. Mensch. Ah, Sammy, schäm dich. Wo bist du denn gerade so? Bram, du musst zu Koordinate minus 4135 minus 1954. Du brauchst ungefähr 10 bis 15 Minuten dahin. Kann doch nicht sein, dass die einzige Boot Wüste mit. In der nimm Nähe ein ist. Lauf einfach in eine andere Richtung, wo Sepp noch nicht war. Nimm ein Boot mit und gibt's nicht so eine Server? Okay, da unten ist Sand. Ja, ich weiß nicht, wie viel du brauchst, deshalb habe ich gefragt. Das spielt keine Rolle. Ja. Da ist Sand, en masse. Also möchtest du Christian seinen Strand abbauen? Hat gar nicht gefallen. Warum soll ich den Christian seinen Strand abbauen? High-End-Strand. Bin ich bei an der Farm unten, wo Sand ist, an dem See? Da, den Sand. Ach, den habe ich doch schon zu großen Zeit weggemacht, ohne dass das jemand mitgekriegt hat. Hey, das geht aber nicht, Bram. Warum? Ging doch. Wenn ich das nicht erzählt hätte, hätte keiner mitgekriegt. Also das ist schon Troll hoch 10. Ne? Ich glaube, du hast alles Böse bislang gemacht hier in der Season. Ja, die Wolle hast du geplant, das hast du ja schon zugegeben. Hab ich nicht. Ach, guck mal, klar, sieht man auch nicht in der heutigen Folge, die online geht. Bist du? Hätte ich die Klau. Kein Stück. LOL! Wo hast du die Netherbricks hingetan? Hast du unten in die Kisten reingetan? Hallo, Bram! Alter, wie groß wird das Feld hier, was du hier abbauen musst? Ja, siehst du ja. Bis da hinten hin und dann überlege ich noch, den Wald da hinten zu cutten. Okay.
In welche Richtung ist Jay denn? Ach, der ist hier direkt unten vor der Burg. Was machst du? Was wird denn hier hingesetzt? Eine Kirche oder was wird das? Oder weißt du das noch nicht? Er ist unten weiß vor der nicht. Burg. Irgendwas Cooles, hoffentlich. Moment, was Cooles? Hast du nicht schon erzählt von deinem aus, Plan? Ich glaube, ein Schloss, Burg, der Schloss. Ich glaube, es ist ein Schloss. Hä? Von welcher Seite aus denn vor unserem Berg, Dennis? Wenn du von der Burg auf Christians Farm guckst, guckst du einfach nach links. Da hinten, wo so eingeebnet ist. Ja, es ist ziemlich viel zu begradigen. Du wolltest das Wiener Schloss nachbauen, oder wie war das? Mit der Wiener Schnitzel. Naja, das Wiener Schloss nachbauen wird ein bisschen heftig. Ey. Da müsste ich, glaube ich, Wolle nehmen. Ich meine, das war gelb. Salzburger Schloss wollte er doch nachbauen. Das wäre wiederum dann eher eine Burg. Hier oder was? Ah. Will er auch boah, Alter, du bist ja mega nachbauen. Weit weg, ey. Leck mich am Arsch. Ja, sei ja, ich bin mega weit weg. Hat er nicht letztes Mal gesagt, man muss 10 Minuten laufen? Quatsch, der hat gesagt, der kann die Burg noch sehen. Hat er nicht gesagt, er muss 10 Minuten laufen? Du brauchst 10 Minuten. Um einen geraden Satz zu verstehen. Ich hab ja, nicht Peter. Geschlagen, die Sau. Traurig, brauchst du lang. Ja, das ist ja schön hier. Sehr schön. Finde ich. Der dürfte dann an Sand aber auch reichen. Hoffe ich zumindest. Ach, du brauchtest total viel, dass du halt eine Wüste brauchst. Ja, oder du buddelst einfach den kompletten Untergrund von einem See ab. Ja, aber wenn du so richtig viel Sand brauchst. Ja, buddelst einfach den kompletten Untergrund. Oh, geil, Bram macht halt bei dem See, den ich auffüllen will. Nice. Ich soll nur ja, was zu tun. Ich kann dir gerne die untersten Ebenen komplett mit Netherrack voll machen, wenn du gerne hättest. Kannst du gerne machen. Peter, du hast die Nether Bricks bei dir den Sand aus dem See? Hast du die unten in die ich wollte tatsächlich gerade einordnen. Ich hatte das zwischendurch nicht gemacht. Das wäre cool. Okay. Weil ich mich beziehungsweise, da kann ja ruhig ein Hohlraum bleiben, oder? Das heißt, du musst ja nur die oberste... Nee, Hohlraum finde ich scheiße. Ich will ja keinen Hohlraum haben. Ja, wenn dann Creeper explodiert, dann habe ich dann da wieder so ein Megaloch. Füll die auf. Ich werde im anderen See auch schon gemacht. Ja. Du kriegst doch gar nicht mit. Ich kann dir jetzt sonst was erzählen. Du kannst mir jetzt sonst was erzählen. Ja, ich könnte dir sagen, was doch, wenn du das gemacht hast. Wie willst du das denn überprüfen? Kannst du ja gar nicht. Indem ich da ein Loch reinhau. Ja, und gucke, ob du bis unten gebaut hast. Wenn nicht? Ist das halt deine Sache. Musst du ja wissen, was du tust. Also, dann reicht mir, die obersten zwei Ebenen zu machen. Finde ich aber schade, dass du hier rumbaust bei mir. Ich baue nicht bei dir rum. Das ist eine freie Welt. Jeder kann machen und tun, was er will. Oje. Oje. Das gesagt? Nein, ist ja okay, wenn er das macht. Aber wie gesagt, ich hab halt füll die Dinger halt alle auf. Ist halt scheiße, wenn er da jetzt Löcher reinmacht. Da gebe ich dir halt noch mehr machen recht. Dafür. Gebe ich dir vollkommen recht. Das finde ich auch sehr. Nein, gibt ja genug Seen hier. Jetzt nimmt er sich den See, der hier halt bei mir hier auf dem Gelände ist, den ich mir ausgesucht hatte. Du musst aber nicht mit Dirt ausfüllen, oder? Nö, mit Dirt nicht. Ja, dann. Kannst du Sand nehmen. Ja, bestimmt. Ist klar. Mach das auch mit Dirt, weil ich hier genug Dirt habe zum Abbauen. Ja, gut, okay. Aber ich wollte jetzt nur wissen, nicht, dass du jetzt sagst, oh nein, wenn man zwei Felder nach unten blockt, dann ist da kein Dirt. Denn ich nehme von der Sache, die du eh nicht die ganze Zeit siehst. So. Zack, zack. Großer Baumeister Peter. Ja, Sebastian. Was? Machen wir als nächstes. Ich bin jetzt quasi. Peter, was machen wir denn als nächstes? Für unser neues Projekt. Dafür, dass wir als nächstes.
entweder die Grundlage für die Außenmauer legen oder gucken, dass wir unsere Burg hier jetzt mal vernünftig hinbekommen, weil wir haben beispielsweise den Platz hier vorne, der noch gefüllt werden muss. Wir haben quasi noch den Platz hier, der gefüllt werden muss. Hier würde ich, glaube ich, sowas wie einen Aussichtsturm hinmachen, runden. Ja, was weil der hier in der äußersten Ecke ist. Okay. Da gibt's Sinn. So, guck mal. Jetzt hat dieser vielleicht voller da vorne, als vorher. Vielleicht da vorne auf der Seite auch. Ach guck mal, ich hab sogar noch 52 dort. Komm, den hau ich so auch noch. Eine symmetrische Burg. Soll der komplett zu, der See? Ja, oben soll eine Dirt-Schicht rein. Also siehst ja, wie hoch das die. Könnt ihr mal gucken, wie es aussieht. Die Ebene ist. Leg mal den Grundstein für beide. Soll halt eine gerade Ebene sein, damit ich erstmal vernünftig anfangen kann, da zu bauen drauf. Ja, und jetzt ich hätte noch alles dort hier, was ich hab. Das passt schon. Thank you. For traveling with Deutsche Bahn. Oh, da war das schon. Lol, what the fuck, da war schon ein ganzer Stack. Leg mich am Arsch. Ja, geht schnell weg, wenn man hier sowas mal aufnimmt. Alter, ohne Spaß, um die Fläche hier auszufüllen, brauchst du locker 50, 60 Stacks. Ja, ich hab auch. Meine Truhe ist voll davon. Ich hab zwei Doppeltruhen voll mit Erde. Schon. Oh, ja, wir sind auch fertig. Wir bedanken uns. Oh! Haut rein. Yeah. Tschüss, Lou. Tschüss.